Mit Selbstbewusstsein ja, aber ist ja diskutiert worden. Also die letzten zwei Spiele haben natürlich noch mal so ein bisschen, waren so ein bisschen der Aufwecker nochmal. Von daher war es jetzt, keine Euphorie, sage ich mal, im Trainingslager zu spielen. Ja, haben wir uns ja erarbeitet. Ne? Ist ja eine gute Ausgangsposition. Ich kann damit gut leben, dass wir ein paar Punkte mehr gesammelt haben als die anderen. Naja, aber es ist der erste Konkurrent. Ne? Man spielt ja, um zu gewinnen. Bayerns Erster, wir sind Zweiter. Dahinter tummeln sich ein paar Mannschaften, die oben rein wollen. Alle mit, sagen wir mal, unterschiedlichen Mitteln. Bin ich mal gespannt, ob sie dann auch mit den Mitteln dann auch ordentlichen Fußball spielen können. Ja, aber immer irgendwie komische Spiele. Also wir saßen danach in der Kabine und dachten, ja, haben wir wieder in Freiburg gewonnen. Keiner weiß warum, aber es ist schon oft so, dass die Freiburger uns eigentlich so ein bisschen durcheinander spielen im Mittelfeld, dann aber irgendwie kein Tor machen und wir dann irgendwie immer ein bisschen abgepitchter waren. Sollten wir uns jetzt nicht komplett drauf verlassen, aber sollte uns vielleicht schon mal so ein bisschen Geduld geben für das Spiel, dass nicht immer alles passen muss bei dem Spiel, dass wir es trotzdem gewinnen können.